Campus Games. Die Entwickler von Atmos Games, die machen wirklich Spiele mit Atmosphäre, denn findige Let's Play-Zuschauer mögen vielleicht schon diesen kleinen Button da unten rechts erkannt haben. Also Play Koma. Koma, das ist ein Spiel, das hat der liebe Gregor Onk vor einigen Tagen zugestellt. Also, zugestellt hat er es sicherlich nicht, aber er hat es vorgestellt vor einigen Tagen. Ja, eigentlich jetzt gerade eben, aber das Video, das mache ich logischerweise jetzt und lade es später hoch. Und dann hat er das vor einigen Tagen vorgestellt. Vielleicht hat er auch schon Skinny vorgestellt, denn das ist ein Spiel, das ich auch auf der Seite der Entwickler gefunden habe und ich dachte mir mal, hey, das kannst du eigentlich direkt auch mal aufnehmen und wahrscheinlich werde ich direkt danach auch noch Koma zocken und euch das auch irgendwann mal hochladen. Vielleicht möchte es ja irgendjemand noch mit meiner unglaublich bescheuerten und hässlichen, krackeligen Stimme hören. Was das hier ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es ist aber ein Gewinner mit dem besten Sound, deswegen setzt die Kopfhörer auf oder so. Aha, guck mal einer an. Da sind wir also irgend so eine komische Roboterkrakele und da sonst sich eine Dame. Ich guck mal, ob ich mich bewegen kann. Ich vermute es. Moment, da muss man hier kurz draufklicken und dann kann ich mich bewegen. Schon mal sehr, sehr schöner Grafikstil. Aber was jetzt genau diese Dame hier will? It's a great evening. Press space. The sunset reminds me of you. Just look. See how the sun bulks like your muscles? You're perfect. You're just perfect. Anyways, your son wants to see you. I think he lost his marbles again. Press space to talk to him. Also, die Dame hat uns da gerade eben erzählt, dass der Sonnenuntergang sie an uns erinnert. Oder, ja, hier genau, also an diesen Typen, den wir da laufen. Hat der einen Vogelkäfig an einem Arm? Und unser Sohn hat vielleicht seine Murmeln erneut verloren. Ich verstehe nicht so wirklich, warum wir ein Roboter sind, der aussieht, als hätten wir ihn auf dem Schrottplatz zusammengebaut. Aber egal. Wir fragen mal, ist das unser... Ich verstehe aktuell nichts, also wirklich nichts. Hello, how are you? I mean, woof woof. Pent, 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 pent. Und das war jetzt der ganze Dialog, den ich da... Das ist höchst irritierend. Steckt da vielleicht irgendwo unser Sohn? Das sieht doch eher aus wie ein Sohn. Hey Dad, I lost my marbles. Since you're so amazing, I think you should get them for me. Ja. Remember, Dad, it's always good to exercise. So just go find me them. There are 10. Press space when you find them. You will see a marble icon above my hand, meaning you have found enough. Also 10 Murmeln sollen wir in diesem Spiel erfinden. Wäre eigentlich auch ein Titel für den Flash-Check gewesen, denn man kann das tatsächlich einfach so im Browser zocken. Je nachdem, wie man halt gerade eben Laune hat. Aber ich werde das hier jetzt mal einfach wieder so in diese ja, komplette Let's Play-Reihe mit reinnehmen, wo ich euch halt ab und zu mal so Spielchen vorstelle, die man irgendwie innerhalb von wenigen Minuten durchzocken kann, denn ich denke, das wird jetzt nicht eine halbe Ewigkeit gehen. Auch wenn der kleine Junge da mal gucken könnte, dass er seine Murmeln nicht überall verteilt. Zack! Thanks, Daddy-O! You're the absolute best man in the world! Aber ich bin doch ein Roboter mit einem Vogelkäfig, gar kein Mann! You ever think about running for... Press the I-Net? Was? Also schreibt noch nicht Präsident. Or would you just... LKE to go fish... Also ich denke, er meint like to go fishing. Also dass wir ein bisschen fischen gehen. System error report 14154. It appears that you are no longer connected to the system. Shutdown in 3, 2, 1. Sind meine Batterien alle gegangen? Mamas Nest. Das Spiel ist zu höchst irritierend. Möchte ich mal... Ah. Okay, das ist jetzt die Mama, oder wie? Haben wir... Ich glaube, wir haben geträumt, dass wir eine Familie besitzen. Eine richtige. Und nicht nur einfach ein Roboter sind. Das ist... Also, ich glaube, die Geschichte könnte sehr, sehr gut werden. Aber jetzt spreche ich mal die Mama. Sorry. But I had to wake you, sweetie. Was my little one having sweet dreams? I hope so, because while you were sleeping, I was building you new arms. Use your mouse to aim and shoot up that black nest-looking thing. Ich habe also Arme bekommen und damit kann ich... Wow, das nimmt hier ja noch richtig actionreiche Formen an. Und schöne Musik. Hört ihr das im Hintergrund? Ich denke doch mal, dass ihr es hört.
Jetzt verstehe ich auch, warum der Titel hier ein Award für die beste Audiogestaltung bekommen hat. Looking good, Skinny. Mama's giving you a pretty cool trick, huh? Meet me in the back room of the house behind me. I need your help with something. Also wie immer, ich übersetze euch so den groben Story-Part. Also sie braucht gerade eben unsere Hilfe. Da unten ist schon wieder eine Murmel oder sowas. Ansonsten werdet ihr, denke ich, die meisten von euch verstehen das eh, ja? Weil ihr ja alle super tolles Englisch könnt. Ich erkläre es halt nur im Groben. So listen up, Skinny. I have it up there with these ankle biters. A brat named Felix stole the batteries from my little ones. However, Felix is clumsy. I need that you obtain the batteries he dropped and give them to my little ones. They should not be too far. So, ja. There are four people to save, if you notice. On the left side. Warum bitte schön mit dem Caps Lock? Das finde ich gerade eben nicht sonderlich freundlich. You can see how many people you have saved. Harry Backlove, I will have a special treat waiting for you. Oh, and remember, sometimes breaking things with your hook is the only way down. Aha. Aber hier muss ich nichts kaputt machen. Das ist sehr, sehr laut hier mit dem Sound. Das passiert eigentlich, wenn ich auf Escape drücke. Nichts. Okay, das ist ja schon mal eine ganz nette Nachricht. Bin sehr beeindruckt bisher von dem Spiel hier. Also hat einfach einen ganz besonderen Stil und ich freue mich, diese Entwickler empfohlen bekommt. Was ist denn mit dir los? Da ist ja ein Mädchen, ein richtiges. Oh my gosh, you're really a creepy looking man. Warum klingen eigentlich alle Frauen und Kinder bei mir gleich? But actually, you're kinda cute. Your name should be Skinny Knee, Skinny Knees. Moment. My name is Shirley. So Skinny Knees, what you up to? Trying to catch Felix? You never will. He knows this place like the back of his hand. Oh, I have a thought. Listen, it's very important to know if you're trying to catch Felix. If you break Mama's globes, she will save the level you're on. Okay, also sie hat uns gerade eben erklärt, dass wir Skinny Knees heißen sollten, wegen unseren kleinen Knien natürlich, und dass wir halt Felix anscheinend niemals fangen würden oder so. Aber wenn wir das machen, dann wird das Spiel gespeichert, hier mit diesen Glühbirnen. Diesen ziemlich großen und dicken und fetten. Da ist schon was zum... Komme ich da etwa nicht rein? Das ist ja ein Unding hier gerade eben. Hat sie schon wieder rumgeschrien? Warum schreiten die ganze Zeit? Oder wer schreit da? Das ist wohl eher irgend so ein... Ah, guck mal, hat ja doch noch funktioniert. Was ist da drüben? Das erscheint mir gerade eben nicht sonderlich positiv. That brat came through and took my batteries. What's he got against me? Can you get them back? Hab ich doch schon, oder? Vier. Yes, I know. The business market is very, very dry. But your favorite boss is here and everything ever will be fine because I'm powerful. Also jetzt haben wir ihn wieder aufgeladen hier. Das ist echt... Also das Spiel ist auf eine Art und Weise unglaublich schön. Auf die andere Art und Weise sehr beängstigend. Ein bisschen komisch. All so Sachen, die man... Nicht genau zu... Alter, das ist ja sogar richtig schwierig hier. Aber nicht, wenn man so ein Profi ist wie ich, ne? Dann ist das einfach. Nein, das ist doch... Du bist doch auch ein blöder Roboter manchmal. Ist auch gerade eben eine sehr, sehr große Herausforderung, das zu kommentieren. Kann man ja auch mal erwähnen, ne? Also es ist ja nicht so, dass man als Let's Player nicht ab und zu mal sagen darf, ey, das finde ich gerade eben richtig, richtig schwierig und ist vielleicht auch interessant für euch, das mal zu erfahren. Wo so ein Oller Let's Player dann an seine Grenzen geraten könnte. Weil das ist gerade eben echt... Das hat was ganz Besonderes, das Spiel. Und deswegen ist es nicht so einfach, wie man das vielleicht denken mag, hier anständiges Commentary bei rauszuhauen. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Also, da kann ich wieder hoch. Zack. Und da hängt ein weiterer Roboter rum, dem wir natürlich so schnell wie möglich helfen werden. Your legs look like... Spider legs. Get those things away from me. While you're at it, go get me four batteries. Das hat sich gereimt, ist ja super. I want two quesadillas. Can you manage that, Beatrice? I go pick up the boys from soccer and you can get the ice cream. Also, das ist hier, mir ist das echt, also, ich finde das irgendwie suspekt. Also so richtig, richtig suspekt. Ich weiß natürlich, was ich zu tun habe.
diese Roboter hier retten, denen alle ihre Batterien wiederbekommen. Oder wieder besorgen. Benutze auch mal richtiges Deutsch so für zwischendurch. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht den übelsten Plan, wo ich denn eigentlich... Nee, da will ich nicht hin. Da war ich ja gerade eben schon. Oder? Hallo, kann ich da wieder hoch? Was ist hier los? Ach ja, da gibt mir die Mama mal wieder ein paar Tipps. Aber wo sind die weiteren Roboter? Das hier war ja unsere Hut. Da haben wir geschlafen. Oder ist das auch einer, der da liegt? Nee, da liegt keiner. Das war unser Bett. Das sieht halt so aus, ne? Dann lasst uns mal nachschauen, wo wir denn eigentlich lang müssen. Hier sind wir ja hergekommen. Also vielleicht jetzt in dem Fall in die Richtung einfach mal. Das könnte die richtige sein, denn wir haben jetzt auch schon 7 von diesen Murmeln zusammenbekommen. Zack, Moment. Da müssen wir durch. Und da liegt wieder ein weiterer Roboter ohne Batterien. Oh, heaven's name. What are you? Does Mama know about you? Did she send you? She did? Go get me my batteries. 4 batteries. If you don't, I'll die. I'll die. Did you hear me? Ja, da habe ich sie auch schon. Dad, look. The dolphins are jumping into the clouds. I love you. Oh, Papi. I love you. Ja, Papa hat dich auch lieb oder so. Das klingt alles hier ein bisschen komisch. Einen müssen wir noch finden, dann haben wir insgesamt schon 4 Roboter vor dem herannahenden Exodus gerettet. Und da liegt er auch schon. Get back. Get back. You skinny freak. Get away. Get me for batteries, just do something. Dass sie uns hier alle beleidigen? Also ich glaube, auch die Dame, die wir vorher gesehen haben, die da rumlag und das Kind, das könnten doch auch Roboter gewesen sein. Das heißt, meine Anfangstheorie von wegen hier, dass der vielleicht Menschen haben will und richtiger Mensch werden will, könnte gar nicht stimmen. We've been here how long, sweetie? Yes, and the city lights still shine as bright as they did when we were dating. Und die erzählen lauter so Geschichten, die so ein bisschen aus der Vergangenheit, aus der Retrospektive stammen könnten. Ach, Moment, ich versuche ab und zu immer mal mit Space zu springen, dabei geht das ja gar nicht. Übrigens, sorry, wenn das ab und zu ein bisschen durch die Gegend ruckelt, das kann halt mal hier und da vorkommen. Das ist stinknormal, das liegt dann einfach daran, weil, ne, von wegen Flash-Versionen und wenn man das dann gleichzeitig aufnimmt, das funktioniert nicht immer 1A. Aber doch ganz gut, ne, solange man hier nicht irgendwie mit 2 Bilder die Sekunde spielt, ist das ja okay. Jetzt wieder zurück zu Mama, denke ich mal. Wie das klingt, zurück zu Mama. Geh zurück zu Mami. Da ging's zurück zu Mama. Da hing der Typ rum. Und wenn wir hier runterlaufen und dann da lang. War das, bin ich richtig? Ich glaube schon. Ja, guck mal. Mal gucken, was er sagt. Haben wir's gut gemacht, Mami? Mami, Mami, sag doch mal. Skinny dear. You have done what Mama has asked. Das ist echt gruselig irgendwo. Hat so ein bisschen so diesen Portal Miss Glados-Style. Because of you, my little ones can be safe from this polluted planet. As a reward, I have given you new legs. Try them out on the chimney behind me. Hold jump and press over at the same time to jump from wall to wall. Honey, it gets easier after a while. Take your delicate time and meet me at the cave entrance. Okay. Wie funktioniert das denn jetzt? Nee, das wollte ich nicht. Was ist denn over? Keine Ahnung, ich drücke einfach hin und dann funktioniert das schon irgendwie. Aber hier sehen wir auch schon die Upgrades, die wir erhalten haben. Da ist übrigens ein Schlüssel. Den habe ich mir gerade mal geschnappt und da geht's wohl in die Cave Entrance. Also Walljump gibt's auch, ne? Wird jetzt hier so ein bisschen Super Marius. Was ist denn? Ist das etwa Felix? Felix? Come on. Komm zu, Mami. Infected Waterway. Skinny, I'm sure you are tired, little sweetie. But Felix has come through here too. Yes, I know, baby, but it will all be over soon. Das wirkt so gruselig, dieser kleine, hässliche, komische, rausstehende Dildo-Knopf da. Tut mir leid, dass ich die Atmosphäre kurz zerstören musste. A sincere word of caution. Look out for spiders, they think the batteries are their children.
Ach, das sieht ja aus wie Spinneneier und deswegen sollen wir aufpassen, dass da nicht irgendwelche Spinnen durch die Gegend trampeln. You should be able to kill them with your hook. Und mit unserem Hook, mit dem da, können wir die töten. Und wir können übrigens das auch einsammeln mit dem Hook. Das wusste ich jetzt aber auch nicht, dass das funktioniert. Das macht ja alles viel, viel leichter. Damit ließ sich das deaktivieren. Ist das eine Spinne? Ja, war wahrscheinlich eine, ne? Da ist schon wieder eine. 1, 2, 3. Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier, ne? Damit man da nicht, damit da nicht irgendwas schief geht. Speichern können wir da auch. 1, 2, 3. Zack. Game saved. Und es ist wieder das Ziel, befreundete Roboter zu retten. Und ja, das hier kommt jetzt wirklich in die Reihe. Wow, okay. Sie redet noch ein bisschen. After the National Radioactive Power War. Was ist auch ein super Name, ne? Also Galgenmännchen, da kann man das direkt mit einbringen. Spiders have been acting rather bitter and looking rather bigger. If you are careful enough, you can rescue my little ones again. Without the system I put in place, they would be helpless. Come back and I give you another treat. Also, die hilft uns immer halt so ein bisschen durch die Gegend, aber ich trau der nicht so ganz, dieser Mutter. Ich trau der nicht. Was ich erwähnen wollte, das hier wird sicher mit in die Reihe eingebunden, wo auch schon... Boah, wie hieß es denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr so genau. Wie kann ich das vergessen? Eternally Us. Ja, genau. Eternally Us war's. Da kann ich hier nicht vielleicht irgendwie so springen, so anständig. Also Eternally Us war ja auch schon in dieser Mini-Reihe, die ich angefangen habe. Die hieß ja komplettes Let's Play, ja. Das heißt, da werden dann einfach Spiele, wenn sie denn die Zeit dafür herbieten, also so maximal eine Stunde gehen, komplett durchgezockt. Und wow! Böse Spinne. Und in dem Fall werden wir das wieder genau gleich machen, ja? Das heißt, das wird wieder eine Sache, die wir komplett durchzocken können und das wird in einem Video hochgeladen. Für euch zum Entspannen mit einer Tasse Kakao. Cold, cold wine, cold, cold wine. It's blasting through something. It is my very own ventricles. Get rid of the radioactive wind. Get me 5 batteries, please. Ach, 5 sind's jetzt schon. Boah, das geht ganz schön wieder in den Hals rein. Hier andauernd die Stimme zu verstellen. An absolutely astounding baseball game. Janice, Janice, bring me a beer. No, no, bigger. Ach du alter Säufer hier, das könnten auch ehemalige Menschen gewesen sein, die jetzt irgendwie am Leben erhalten werden. Durch diese Batterien. So, und da... bringen uns das um. Nee, bringen uns Gott sei Dank nicht um. Aber wir kommen da nicht durch. Jetzt wird das hier ja noch richtig rätselmäßig. Ah, du alter blöder... Moment. Die mache ich platt. Dankeschön. Blöde Spinnen, ey. Ich mag, kann Spinnen sowieso schon nicht leiden. Und dann muss das hier in dem Spiel... Having trouble getting your batteries back from those spiders, my dear. Once they jump at your face, they will only come back to where they were if you leave them alone. Then kill them and get your batteries back. Das werde ich machen, Mama, das werde ich machen. Ah, reicht das nicht aus? Doch, das reicht aus, wenn man sich richtig justiert. Das ist natürlich super wichtig, ja. Richtiges Justieren. Da kommen wir auch nochmal durch. Oh, sorry. Mama was just looking for Cory. Guck, guck, das ist nämlich hier. Allein schon, das guckt da raus und das sieht echt so gruselig aus. I must have misplaced him. Or maybe he got away. Try and find him for Mama, okay? Oh, and don't be alarmed when you see him. Sometimes we have to restrain the more incompetent ones. Du gruselige alte Schrulle. Geh hier mal bitte nochmal ganz ran und da, was ist denn? Haben die bisher alle so gewackelt oder wirkt nur der gerade so gruselig? Naja, ich rede mal mit ihm. Mein. Ach, der redet sogar schon von selbst, da muss ich das gar nicht mehr machen, aber weil das gerade eben wie Gollum klang, pack ich sie nochmal aus, meine weltberühmte Gollum-Stimme, nach der ich immer circa, naja, 3 Tage lang nicht mehr richtig reden kann. My body itches all off. Oh. Boah. Ich darf nie anfangen, Kette zu rauchen, ey. Ich glaube, dann kriege ich hier echt nichts mehr auf die Kette. Deswegen kriegt der jetzt einfach wieder eine normale Stimme. It's the radioactive steam. Get me my batteries or I will get cancer. Cancer, I tell you. Ach, er kriegt einfach mal Krebs. Okay. And today's message is about your enslaved minds. Yes, yes, I know you have heard this before, but I am the best preacher in Aldendale.
Do you know where the devil lives? Television. Okay, er tut jetzt plötzlich irgendwelche Reden gegen Television halten. Alter. Mama, geh mir nicht so auf den Sack. Und da sind wir gleich wieder da, aber wir haben keine 5. Das ist ein bisschen schlecht, dass wir keine 5 da haben. Und da ist schon, das sind ja, was, wieso wehrt sich denn die Mama nicht ein bisschen gegen die? Hat das jetzt vielleicht was gebracht? Ich weiß noch nicht so wirklich, wo was aktiviert werden muss, aber das scheint ja schon mal richtig gewesen zu sein. Ah, nee, oder? Wir waren nicht schnell genug. So, Moment, da muss man also hier 1, 2, 3 und so. Dann macht man das und das. Und dann schleunigst runter und so. Ja, da haben wir uns direkt geschnappt. Dann reden wir mal mit diesem netten Herrn hier, der auch schon wieder... Also, die haben alle so ein bisschen Parkinson, ne? A little goblin came... Ich brauche eine andere Stimme. Was habe ich denn nur so auf Lager? A little goblin came through and stole my bowling balls. Now the radioactive face will fall into my eyes. And I will see the devil. Please get me them. There are 5. Bitteschön. Nice one. What about Brand? Does he want to play? Ich weiß nicht, ob Brand spielen möchte, aber das ist sehr, sehr komisch. Das ist so, als hätten die alle so gespaltene Persönlichkeiten und sobald die Batterien drin stecken, erinnern sie sich an eine längst vergangene... Felix. A radical change is happening. I'm now melting into a pile of potatoes. Ja, okay, ganz klar, ne? Potatoes. Please help. A book. A book, genau. Das Buch, das kam vor ihr vorbeigeflogen, das hat ihm seine Tomatoes geklaut. Das ist ein sehr suspektes Spiel. Sehr interessant, aber es wird mir immer suspekter. Moment, ich muss hier mal den Weg freischaffen. Es wird auch schwieriger, glaube ich. Also, es ist ganz nett bisher, aber auf dem dritten Level das hier machen, hätte ich jetzt persönlich nicht mehr so Lust. Aber das schafft man natürlich noch. Deswegen, wir müssen jetzt hier mal weiter die Batterien suchen. Da ist blau. Wir müssen also das aktivieren und dann blau und dann einfach durchrennen. Und dann kriegen wir hier auch weitere Batterien. Aber nicht den Schlüssel. Ich weiß ja nicht, wofür die Schlüssel an sich gut sind. Aber für irgendwas wird es ja schon sein. 1, 2, 3. Ach nee, da muss man rot, gelb aktivieren. Was will denn die Olle schon wieder da? Ja. You always scare me. You should stop sneeping up on people. You're just like Mama. Boah, ist das gruselig, ey. She just pops out of the ground and tells people what to do. Did you know she actually controls this whole world now? Warum kann sie dann ihre Scheißbatterien sich bitte nicht selbst runterholen, sondern muss hier irgendwie die anderen und diesen Hampelmann rumschicken? Yeah, that's what my dad told me before she strapped him into the system. How evil. And are you really helping her? She really just needs to be killed. Sie ist wirklich die Böse und ich bin mir ziemlich sicher, wir sind einer von diesen Dads oder irgendwie sowas, die dann nachher wieder im System landen und sterben. But I'm not even sure she even lives in this world though. Felix thinks she lives in the system. Das ist ja toll für Felix, dass Felix das denkt. Felix scheint mir ein schlauer Bursche zu sein. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich hier rauskommen soll. Also einfach ist es ja nicht, ne? Sollte man vielleicht dazu erwähnen. Vor allem hier diese extra Heavy-Sprünge. Vielleicht so? Nein, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie man das macht. Nein, das ist doch, also... Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass das irgendwie funktioniert, was ich hier anstelle. Aha, das hätte doch jetzt funktionieren sollen, also willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ja, guck immer mal das mal. Und jetzt ist halt das Problem, wenn wir reden erstmal mit dem Typen und dann versuchen wir nochmal den Schlüssel zu holen.
get me out of this chair or in it. My brain is frying. Radioactive material is not good for nutritional consumption. I think that little boy took five batteries. And the president says that this nation will last forever. You know, he's more right than he's ever been. Let us celebrate our nation's deserved prosperity and play golf at Misty Valley. Das ist ja schön. So, was ich noch kriegen will, ist... Ihr wisst, was ich kriegen will. Falls ihr es nicht wisst, dann seid ihr sehr unaufmerksame Zuschauer. So. Und so. Ja. Komm. Nicht dein Ernst. Puh. Da haben wir ihn noch gekriegt. Den Schlüssel wollte ich nämlich haben. Ich weiß nicht, wofür die am Ende sinnvoll sind, aber für irgendwas wird es ja bestimmt sein. War da schon... Ah, schon wieder Mama am Start, ey. Vier haben wir. Da ist die fünfte. Und damit haben wir das Level auch gleich schon wieder geschafft. Oder diesen Abschnitt. Ich bin eigentlich echt gar nicht mal so unbegeistert davon, wie seriös ich hier abliefer. Oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Das hätte ich auch viel schlechter hinbekommen können. Da ist immer Schlimmeres von mir gewohnt. Also hier kann man ja wieder hochhüpfen. Ah, komm schon. Und dann hier einfach mal. Geht's dann hier direkt wieder hoch? Nee, da geht's nicht direkt wieder hoch. Da liegt nur die tote Spinne. Ich hätte übrigens ein bisschen mehr Spinnen erwartet, jetzt wo die so groß angekündigt wurden. Also ganz, ganz krasse Dinger. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Bin enttäuscht. Ich bin unglaublich enttäuscht. Hier, den hier. Nein, nicht den hier. Einen anderen wollen wir retten, nämlich der da. Rennt da Felix eigentlich die ganze Zeit rum, oder was? Gut. I love this weather. Infinite spring aside from the allergies. This world is... Well, frankly, Frank, this world is heaven. Ja, haben wir dem schon gegeben. Haben wir dem schon gegeben, Brudi? Das ist gut möglich. Ich glaube nicht, dass wir hier hoch können. Aber wir hatten doch irgendwo noch... Irgendwo muss ja noch einer sein, dem es nicht so gut geht. Aber wo? Oder... Ach stimmt, jetzt haben wir einfach alle. Und jetzt können wir ja zu Mama wieder zurück. Und dann wird uns Mama wahrscheinlich ein weiteres Upgrade geben. Da. Mit dem wir dann weiterkommen können. Boah, Alter, ist die gruselig, ey. Good. You are such a good pet. Jetzt bin ich auch schon ein Haustier. Sag mal, was ist denn das hier für ein Umgangston? Soon my little one will be just like you. I mean, they will like you. But look at yourself. You're much heavier now. You should be able to utilize Felix's jump pads. So run along, dear. I saw Felix run to his hideout. Hurry, or my little ones will die a horrible death. Was genau können wir damit jetzt machen? Also wir sollen jedenfalls irgendwie ihre Little Ones, ja, ihre kleinen Schätze, die sterben halt, wenn wir uns nicht beeilen und diesen Felix mal so langsam den Garaus machen. Das wollen wir natürlich auch, ja, wir wollen dem Felix den Garaus machen, aber ich bin mir sicher, es ist nicht die richtige Entscheidung. Ebenso wie es nicht die richtige Entscheidung war, hier lang zu laufen. Ganz im Gegenteil, das war ziemlich dumm. Das war voll der falsche Weg. Und ich glaube, dieser Felix, das ist eigentlich der Unschuldige. Der möchte vielleicht irgendwas gegen diese Mama tun, gegen diese komische Kreatur. Und warum auch diese Sperren, wenn doch Mama die ganze Welt gehört? Warum kann sie denn diese Sperren nicht einfach von Anfang an wegmachen? Die spielt total mit uns, nennt sich ihr, sagt zu uns, wir wären ihr Haustier und hat komische Menschen auf Stühlen gefesselt, wo sie komplett sich einen abrasten. So. Okay, alles klar. Das hat funktioniert. Und jetzt? Felix Hideout. Also nochmal das Spiel mit den Perlen, denke ich. Aber da ist auch wieder das Mädchen. Skinny knees! You scared me again. Hey, let me tell you something about being scared. The grown-ups got scared when Mama told them about the radiation. So they all got strapped into a system so they wouldn't die of the cancers. But look at me. Do I have the cancers? I bet your mama lied about the radiation, so she could turn the grown-ups into slaves like you. Ich verstehe so langsam die Geschichte.
diese Mama, dieses riesengroße Robotersystem, das könnte möglicherweise gebaut werden sein von der ganzen hier Gesellschaft und allem drum. Also jedenfalls existiert das und das hat vorausgesagt, dass wirklich viel, viel Verstrahlung vorherrscht und dass dadurch alle Krebs bekommen und so weiter und so fort. Und hat dann gesagt, die Erwachsenen sollen sich in ihre Obhut begeben, in diese Stühle da rein. Und seitdem sie in dieser Obhut sind, ist Shit am Start, aber richtig dicker Shit. Anders kann man es kaum formulieren. But then again, you're not so bad, are you, Skinny Knees? Anyway, Felix said he wants to play hide and seek. But I'm too scared, the grown-ups are mean in this forest. Can you find him for me? He's probably in this fort. Ja, und die Kinder, das sind die einzigen, die hier irgendwie halbwegs normal geblieben sind. Und was ist genau unsere Aufgabe? Das ist halt auch so die Frage, ne? Die Musik ist schon mal wieder super. Und vielleicht macht Felix das nur, weil er... Was ist denn hier los? Vielleicht macht Felix das nur, weil er die Erwachsenen befreien will. Das kann ja auch sein. Jedenfalls ist das hier mit Abstand das coolste Level bisher, aber wahrscheinlich auch das komplexeste. Das wird doch noch ein recht langes Let's Play. Da habe ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich hatte erwartet hier mit einer gewissen Länge, aber dass es auch so ein durchdesigntes Spiel ist, mit so einer, ja doch relativ intensiven Geschichte. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Ich schnapp mir das hier alles einfach mal. So. Frage ist natürlich immer wieder, wie kommt man an gewisse Stellen hin? Ich weiß, dass man das hier machen kann. Und wenn man dann schlau ist, hüpft man hier mal kurz rein und schnappt sich das, was sich eben hier befindet. Da unten ist auch gleich wieder... Boah, es wirkt echt gruselig inzwischen. Get back! Get back! Oh wait, you don't look very different from me. Look at our arms, is the titanium alloy? I think I might just want those things. Quick, get me 6 batteries. Da, bitteschön. Life is great, Mark. Want to play a video game or go fly a kite? Maybe when Dad gets home, we can watch the Smoker Alarm Gang. I like that show. I wish I could stop everyone from smoking too. Puh, ey, da... Ich hoffe, ich krieg das mit den Stimmen halbwegs richtig hin. Ich vermute, dass sie dann... Nein. Dass sie dann plötzlich so reden. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Also, ich vermute das einfach persönlich. Mach mal so. 1, 2, 3. Ich will, dass das Vieh nochmal rauskommt. Dazu muss ich aber kurz aus diesem Areal so halbwegs raus, glaube ich, und dann... kann ich wieder rein. Ja, damit hast du nicht gerechnet, dass ich so ein Profi bin. Moment, da liegt ja nochmal einer. Habe ich den vergessen? Ne, den habe ich nicht vergessen. Den habe ich ja gerade eben gemacht. Ich dachte, wir wären eine Ebene tiefer gegangen. Aber das sind wir ja gar nicht. Ah, jetzt habe ich das wieder verpennt. 1, 2, 3. Schön auch, dass eben immer wieder neue Gameplay-Elemente dazukommen. Das ist echt, also ist echt ein sehr, sehr gut gemachter Titel bisher. Nein, ich will doch darüber. Wie komme ich denn darüber? Oh, das war irgendwie jetzt gerade eben voll geskillt, möchte ich mal behaupten. Also so an sich komme ich nicht rüber. Ich muss damit arbeiten. Oder vielleicht muss ich auch einfach von hier aus springen. Das ist schwierig. Ist nicht einfach. Müssen wir uns noch mal ein bisschen umschauen, dass wir das auf die Kette bekommen. Das Mädchen hat natürlich wieder Bammel vor uns wie nix. Kann ich denn hier vielleicht drauf... Oh! Das ist ja schon mal ein Ding, ich kann da draufstehen. So, jetzt lass mal gucken. Waren da gerade irgendwie diese Dinger, wo man sich dran festhalten kann? Hussa! Das sah gerade ganz so aus, als könnte man sich daran festhalten. Ich probier's nochmal. Ich hoffe, ihr seid nicht gelangweilt von meiner... Ich
geb's ja zu, teils etwas miserablen Vorstellungen. Halt dich doch jetzt mal daran. Du bist so ein... Du machst das echt nicht gut gerade eben, ja? Habe ich das schon mal erwähnt? Du machst das gerade nicht gut. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das so viel abverlangt vom Spieler. Ach nee, ist ja ganz einfach. Ne? Ist ja ganz easy, was wir hier machen müssen. So, dann wieder eine Station höher. Das war ein Fehler, oder auch nicht? Ach guck mal, muss doch kein Fehler gewesen sein. So groß erscheinen einem die Level im ersten Moment gar nicht. Aber guck mal. Oh no, I look like you, don't I? Please rescue me, get me out of this chair, you see. I never knew the air was fresh. It's so fresh. So please get me out of this chair. Möglicherweise haben die auch jetzt ohne die Batterien, sehen sie die Welt so wie sie ist und dass sie gefesselt sind und nicht sie selbst und so weiter und so fort. Und wenn wir ihnen diese Batterien wieder reingeben, also quasi die Kontrolle von der Mutter, dann wird ihnen wieder was vorgegaukelt, so ein bisschen Matrix-mäßig. Das sieht man ja. Guck mal, wir machen das mal. Jane, I had a strange dream. I dreamt I was living in a world where the air smelled like trees. Trees, well, I don't recall what trees are, but I do know they smell nice. Now, what did I think about it? You look better than trees smell, stupid dream. Und dann sind sie plötzlich auch ruhig. Das ist schon sowas, ne? Und die sehen ja auch nicht aus wie Roboter, sondern eigentlich wie Menschen. Beängstigend ist das. Finde ich nicht. Ich find, das ist bisher ein doch recht beängstigendes Spiel. Komme ich vielleicht dadurch rüber? Ach, guck mal, hat tatsächlich funktioniert. Ich bin so begeistert von meinem Spielskill gerade eben. Das war noch nie so, dass ich Spiele auch mal peile. Bin richtig stolz auf mich. Back. Back or I'll eat you. You monster, did Mama send you? I don't want to be in this chair anymore. It's gonna turn me into a beast like you. Und vielleicht verwandelt sie diese Menschen dann in Roboter. Cynthia, I want pancakes. Blueberry. Ja, ich hätte auch gerne jetzt Blaubeer-Pancakes. Boah, wäre das lecker. Blaubeer-Muffins. In Köln am Bahnhof, beziehungsweise am Düsseldorfer Bahnhof. Da gibt's so leckere Blaubeer-Muffins. Das sind die von dieser holländischen Backkette. Ach, sind die lecker. Das war ein Fehler. Das war sogar ein richtiger Fehler. Tut mir leid. War keine Absicht jetzt gerade eben. Ich hoffe, ich bin da wirklich gespannt, wie das hier ankommt. Also ihr könnt's... Ich bin da wirklich mal wieder so auf euer Feedback aus. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt, weil... Es gefällt mir sehr, sehr gut bisher, muss ich sagen. Aber ich weiß ja nicht, wie sieht das bei euch nachher aus. Und hier bin ich, glaube ich, nicht richtig. Da oben ist der letzte. Da müssen wir also hin. Da war ich ja schon drin, soweit ich das noch irgendwie in Erinnerung habe. Das heißt, wir müssen nicht springen, sondern wir müssen diese Kette, diese Windeseile wieder benutzen. Ich finde auch immer den Dust-Effekt, den wir hinter uns herziehen, finde ich richtig, richtig, richtig cool. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Viele schrecken immer vor längeren Videos ab. Mein Tipp, falls du jetzt schon keinen Bock mehr drauf hast und das Video noch eine Weile lang geht, dann drück doch einfach mal da unten auf dieses Uhr-Symbol, ja, also im YouTube-Player. Dann kannst du es nämlich in später ansehen, geht das dann rein in die Playlist, ne? Und das ist dann voll super, weil wir haben nicht genügend Murmeln für den, oder? Ich glaub nicht. Weil wenn man das macht, dann startet das Video, wenn man es wieder anklickt, genau da, wo es vorher war. Da ist die fünfte Murmel. Aber wo ist die sechste? Da. Da ist auch Felix. Aber wo aktiviert man das? Dass sie auch jedes Mal von neuem hier erschrickt. Ist ja ein ganz nettes Detail, aber es soll vielleicht mal ein bisschen still sein. Wir müssen das von hier aus aktivieren. Krass. Ich vermute es fast, oder? Und dann müssen wir hier rüber rennen. Oder wo war Felix jetzt? Der war doch da unten, oder?
Boah, wie schnell muss denn das dann gehen? Das ist ja krank. Also wenn das so abläuft, wie ich das vermute, ich weiß, das ist jetzt vielleicht gerade eben ein bisschen langweilig, diese Denkphase und alles drum und dran, aber ich muss ja auch erstmal rausfinden, wie wir an die letzten Sachen hier rankommen. Hey, mach mal bitte schön. Weil so einfach ist das gar nicht. Das Problem ist halt primär, dass man... Ah, nee. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. Glaube ich jedenfalls. Wir können uns ja, da oben ist ja auch diese Schussplattform. Ja? Und der Felix hat diese Plattform gebaut anscheinend. Der kleine Felix ganz allein. Aber kann ich die... Ist das sinnvoll? Nein. Komm schon. Ja! Und jetzt kann ich plötzlich mit Felix reden. Vielleicht habe ich die Möglichkeit auszuwählen, ob ich am Ende ihm helfe oder der Mutter. Das wäre ja cool. Das würde ja dem noch richtig Tiefe geben. Ich bin gespannt. Ich rede ihn jetzt mal, als wäre ein cooler Typ. So, you finally found me. Big whoop. The real challenge is getting rid of these crazy people. You see, I was a bad boy and stole all the batteries from their chairs. I didn't know the grown-ups would try and eat me, though. So, can you make them go back to sleep? If you do, I'll let you into a secret chamber I found. Also doch meinen Auftrag beenden, oder wie? Scheint fast so. Es scheint, als müsste ich meinen Auftrag doch beenden, den mir die Mama gegeben hat. Ey, ich will mal ganz ehrlich, kannst du mal in den Kommentaren einen minimal kleinen Applaus für meinen Skill geben, den ich bisher so beweise? Ich finde das voll grandios. Dass ich das Spiel peile, ist doch übel. Ich meine, es könnte ja auch genau umgekehrt laufen, weißt du, wie langweilig das dann wäre, ne? Also, würde ich nochmal erwähnt haben. Also, jetzt müssen wir hier mit rüber. Und dann hoppidi hopp. Und dann gibt es hier die letzte Batterie. Und damit befüttern wir den da. Hey you, it's me, your brother Blake. Listen, I don't care what happens to me. Just listen to Felix. He knows where Mama lives. As for me, I'm toast. Recently I have been having fits of rage. I almost bit off Felix's head. So it's best if I just go back into my chair. For now, just get me my battery so I can go back to sleep. James, come here. It's a big one. Help me reel in it. That's right. Wir haben es geschafft. Wir haben alle zum Schlafen gebracht und können jetzt hier rein. Und da drin haben wir, ach, das dritte versteckte Item. The tomb seems to have an engraving on the font. Here lies Pete, my one and only son. May his body rest in this very church, but his heart remain in heaven. Also irgendjemand ist hier gestorben. Und das war ein verstecktes Item wahrscheinlich. Ich konnte bei den Leveln davor auch schon versteckte Items finden. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach so bei Felix rein können. Und jetzt müssen wir mit ihm reden, dass wir fertig sind, weil hier irgendwie die Mama hat sich ja schon lange nicht mehr gemeldet. Did you do it? You did. Meet me inside my hideout. I know a game we can play. It's called Kill the Mama. Pretty cool name, huh? I made it up myself. Jetzt sollen wir also tatsächlich die Mama töten und wie ich mir schon gedacht hatte, sie ist die Böse. Sie ist die Böse in dem Spiel. Mama's Chamber. Also Mamas Kammer. Und das könnte jetzt nochmal richtig schwierig werden. Da oben sind Spinnen. Ich würde die am liebsten gerade gleich beseitigen, aber irgendwie... Das ist eine Kirche oder was? Da ist schon wieder Felix. Cool place, huh? Look at this thing behind me. It was Mama's first creation, and I think this is where she lives too. Do you think she's a real woman? I guess we'll have to find out, but we can't until we have 3 batteries, just 3. But you chased me down and I couldn't get enough batteries. But wait, I did see something glowing in the rafters of this place though. Want to go check it out? Also wir sollen jetzt nochmal 3 Batterien sammeln. Das ist das Wichtige und dann können wir irgendwie zu Mama und dann werden wir rausfinden, ob das jetzt eine Frau ist oder was weiß ich was. Und das hier war übrigens auch ihre erste Kreation und warte, ich habe hier gleich schon mal was gefunden, was bestimmt aktiviert werden muss. Moment, ich wollte dich hier kurz töten. Die erste Hammer.
Die zweite haben wir auch. Nein, nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Wir hatten... Oh, jetzt juckt es mich auch noch hier hinten am Kopf. Also das sollte eigentlich relativ einfach werden, aber mir geht das gerade auf den Sack, dass ich das jetzt nicht mit dem ersten Versuch hinbekommen habe. Mann. So, ich denke, das muss trotzdem aktiviert bleiben. Das wahrscheinlich auch. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen vorsichtiger vor. So, mein Freund, da hast du dich wohl verabschiedet. Und ich hätte gern meine letzte Murmel. Grandios! Wir haben das, also was heißt Murmel? Batterien, vorher waren es ja Murmeln im Intro. Wie wir das hier auf die Kette bekommen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich glaube, da kommt ein tolles Video bei euch voraus. Oder kam raus. Oh, das erinnert mich an Limbo. Finally, I finally got enough batteries. Mama's chair is now ours to explore. So do you want to play the game? Awesome, well, don't be shy. Step into the system. Wir sollen in das System... Aber vielleicht ist er auch einfach ein Komplize von Mama? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Nicht dein Ernst. Ein Spiel von Thomas Prush. Musik von Thomas Prush. Und wir erfahren nicht, was am Ende jetzt wirklich passiert ist. Hätten wir was ändern können? Hätten wir einen anderen Weg gehen können? Hätte ich sagen können, ich gehe nicht in das System? Ist Felix am Ende nur ein Komplize von Mama? Again. Ich denke mal nicht, dass wir uns das hier gleich nochmal antun werden. Ich frage mich, ob es ein alternatives Ende gegeben hätte. Das frage ich mich wirklich. Was ich mich aber auch frage, ist, warum solche Entwickler nicht mehr Potenzial geboten bekommen oder mehr Ressourcen, um mehr solche Spiele zu bringen. Für sowas würde ich viel lieber Geld bezahlen, als für die meisten AAA-Titel, die derzeit mir so ins Gesicht geklatscht werden. Das ist ein sehr, sehr tolles Spiel mal wieder gewesen und tatsächlich auch eines der wenigen Spiele, die ich als Kunst bezeichnen würde und die aber gleichzeitig ein tolles und forderndes Gameplay bieten. Also das hat sowohl vom Gameplay her richtig Spaß gemacht. Ich habe einmal, glaube ich, im zweiten Level gesagt, ich hätte jetzt keinen Bock auf ein drittes Level und das dritte Level war dann trotzdem nochmal cool durch die Sprungplattform und allem drum und dran. Und währenddessen wird eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählt, die viele Interpretationsweisen zulässt, einen so ein bisschen zum Nachdenken mit dieser Mensch-Maschine-Problematik anregt und ein Ende hat, bei dem man nicht so wirklich weiß, was denn jetzt abging. Ihr könnt gerne in die Kommentare, wenn ihr es fett mit Spoiler markiert, eure Interpretation des Endes hineinschreiben. Ich vermute ja wirklich, dass dieser Felix da so ein bisschen mit drin gesteckt hatte und dass wir jetzt im System gelandet sind und selbst irgendwie ein Teil von Mama sind und gar nicht mehr, das lässt sich gar nicht mehr alles unterscheiden zwischen Realität und diesem Maschinenwesen. Mich würde interessieren, was ihr da denkt und ich hoffe, euch hat auch dieses Video der Reihe Komplettes Let's Play, was übrigens ein unglaublich toller Seriename ist, da hätte man auch direkt, keine Ahnung, Rauchschinken mit Pilzen nehmen können. Aber ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, wenn es euch wirklich gefallen hat und ihr mehr von diesen künstlerischen Games sehen wollt. Wie gesagt, Koma werde ich mir vielleicht auch nochmal anschauen und hochladen. Das ist, denke ich, auch eine ganz nette Sache, das nochmal von mir aus zu sehen, weil ich habe das Video vom Grund noch nicht gesehen. Ich habe es selbst noch nicht gespielt und das werde ich jetzt gleich vielleicht nochmal machen. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, wenn es euch wirklich gefallen hat, dann gebt dem Ganzen hier einen Daumen nach oben. Lasst, wie gesagt, einen Kommentar da. Es würde mich tierisch freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen bei diesem etwas längeren Video. Ciao, tschüss und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.